Die Roadmap für die Season 5 in Warzone, aber auch in Modern Warfare wurde veröffentlicht, die uns am 2. August, also schon nächste Woche, erwartet. Fangen wir mit dem Spannenden an. Als allererstes bekommen wir 5 neue Waffen. Und das Besondere ist, wir haben jetzt keine doofen Messer mit dabei und tatsächlich auch nur eine Pistole, sodass man tatsächlich einige neue Waffen bekommt, die man höchstwahrscheinlich auch mal einsetzen wird. Zunächst erhalten wir die Farmers. Und die Farmers funktioniert nicht so wie die zu Verdanzzeiten, also dass es eine Burst Farmers ist, sondern eher so wie bei Black Ops Richtung FFAR. Wie ihr noch wisst, wir hatten damals 2 Farmers, einmal diese etwas schwächere, die nie so wirklich ihre Hoch- bzw. Meta-Zeit hatte und dann die FFAR, die über mehrere Monate Warzone dominiert hatte. Und genau diese FFAR im Black Ops-Style, also vollautomatisch, werden wir auch hier in Warzone erhalten. Außerdem soll die FR noch eine relativ hohe Feuerrate haben und ich muss persönlich sagen, zum Glück kommt sie nicht als Burstwaffe raus. Ich war ein Riesenfan der FFAR und freue mich, sie auch bald hier in Warzone 2 einsetzen zu können. Weiter geht's dann mit einer Sniper und zwar mit der Carrack 300, die sonst eigentlich WA-200 heißt und eine halbautomatische Sniper ist, also keine typische Bolt-Sniper, sondern weniger Schaden macht, dafür aber eine höhere Feuerrate besitzt als die typischen Sniper-Gewehre. In der Season kommt dann noch eine weitere AR raus, nämlich die M13C. Dann haben wir noch eine Silhouette für eine neue Handfeuerwaffe, also eine neue Pistole. Laut Leak soll das die Pistole 2011 sein, aber wie gesagt, das Ganze ist noch nicht bekannt und wird im Laufe der Zeit mit Sicherheit noch veröffentlicht. Zu guter Letzt haben wir dann noch eine weitere Silhouette einer MP und ich würde sagen, wenn das nicht so ausgegraut bzw. schwarz wäre, würde ich definitiv denken, das ist eine MP5 bzw. eine Lachmann-MP. Da wissen wir auch noch nicht viel mehr, außer dass uns jetzt noch eine neue MP erwartet. Ich bin gespannt, was zukünftig in der Season noch so veröffentlicht wird. Eine weitere sehr interessante Neuerung ist die Nuke-Challenge, die jetzt auch für Vondel eingefügt wird. Und zwar sehen wir hier schon in der Roadmap 2 ziemlich cool aussehende Waffenskins, die so gelb-grün dargestellt werden und teilweise auch an den Seiten so diese Nuke-Symbole dran haben. Das wird die neue Belohnung sein als Nuke-Herausforderung auf der Karte Vondel, die du dir ab der Season 5 erspielen kannst. Das Ganze gilt dann aber nur für den Battle Royale Modus und ich vermute nicht für Wiederauferstehung. Also du musst die Siege schon im typischen Battle Royale Modus erspielen. Außerdem erwarten uns dann noch 2 neue Modi. Eine davon ist ein neuer Wiedereinstiegsmodus, der sich speziell nur in einem bestimmten Bereich von Al-Masra abspielen wird. Und zwar in Al-Bagra und nähere Umgebung. Also wir erhalten quasi ein Stück Al-Masra als in Anführungszeichen neue Karte und Wiedereinstiegsmodus, der dann nur in diesem Bereich gespielt wird. Ich denke, eine ziemlich interessante Idee und für alle, die halt absolute Fans vom Wiedereinstiegsmodus sind, lohnt es sich mit Sicherheit auch mal da vorbeizuschauen, wenn man viele Kills machen möchte, sich gerade in diesem Gebiet von Al-Masra verbessern will, ist es doch einfach optimal, auch da einen Wiedereinstiegsmodus zur Verfügung stehen zu haben. Außerdem gibt es dann noch Armored Royale und Armored Royale hatten wir damals schon in Verdansk gehabt. Das ist ein Modus, wo dir ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt wird, das man upgraden kann, sprich bessere Panzerung, bessere Waffen und so weiter und damit dann in der Zone herumfährt und andere Fahrzeuge ausschalten muss. Damals war es relativ spaßig, so als Modus, den man mal zwischendrin einschieben konnte. Jetzt keiner, den man wirklich von morgens bis abends gespielt hatte, aber definitiv mal eine ganz interessante Abwechslung. In der nächsten Season erhalten wir außerdem noch ein neues Event und klar, das neue Event wird in Verbindung mit dem Release des neuen CODs stattfinden. Im Artikel ist das Ganze jetzt noch als Call of Duty 2023 gekennzeichnet, aber wir alle wissen eigentlich, welches COD uns als nächstes erwartet. Was typischerweise mit einem Event angekündigt wird bzw. irgendwie gekoppelt wird und dieses In-Game-Event findet in dieser Season 5 statt. An dem Bild lässt sich schon erkennen, dass Observatory irgendwie relevant für das Event sein wird, eventuell wird es gesprengt, teilweise hatten wir schon Bilder, wo das ganze Ding am Brennen war, mehr ist da leider zu dem Event aber noch nicht bekannt. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass dieses Event nicht direkt mit dem Start der Season 5 beginnen wird, sondern höchstwahrscheinlich erst gegen Ende der Season, denn es muss ja auch irgendwie zusammenpassen mit dem Reveal des neuen CODs und wann genau das passiert, wird wahrscheinlich noch in Zukunft bekannt gegeben. Für Al-Masra gibt es dann noch 2 neue Fahrzeuge, das erste hier, das Motorrad Dirtbike und einen besseren, relativ großen, verstärkten Truck, den man wohl auch in dem neuen Modus Armored Royale spielen kann. Zumindest wird er da in dem Zusammenhang mit dem Modus ebenso eingesetzt. Außerdem erhalten wir dann sowohl für MW2, aber auch für Warzone 2 neue In-Game-Events.
eine Tarnungs-Challenge unter anderem, wo man verschiedene Tarnungen wieder freischalten kann. Dann ebenso ein Event in Bezug auf Fahrzeuge. Dort wird es dann so sein, dass man verschiedene Fahrzeug-Challenges erledigen muss, wo man vermutlich dann entweder die neuen Fahrzeuge freischaltet oder bestimmte Skins für Fahrzeuge. Außerdem haben wir dann noch 50 Jahre Hip-Hop-Event in Warzone. Ich frage mich tatsächlich, was Warzone großartig mit Hip-Hop zu tun hat, außer dass Snoop Dogg supported wird und mit den Skins wahrscheinlich Unmengen an Geld verdient wurde. Jetzt erhalten wir nochmal ein Snoop Dogg Skin, Nicki Minaj als Operator und auch verschiedene Soundtracks, die man dann in den Autos abspielen kann. Gerade diese ganze Hip-Hop-Geschichte bzw. Nicki Minaj und Snoop Dogg Skins finde ich persönlich ziemlich unnötig. Genauso wie die ganzen Sachen, die sonst noch genannt werden für den Black Cell Battle Pass und irgendwelche Bundles, die erscheinen werden. Ich würde ehrlich gesagt zum aktuellen Zeitpunkt noch die Finger vom Shop lassen. Das war's rund um Warzone 2 Season 5. Das, was uns zukünftig ab dem 2. August erwartet. Ich bin gespannt auf die neue Season. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.